So, weiter geht's heute mit Assassin's Creed Origins und dem Totenbuch. Der nächsten weiteren Nebenquest. Und dann sind wir Level 9. Und wir sollen irgendwo dahin. Einem alten Mann wurde sein kostbares Totenbuch gestohlen. Berg beschließt, die Diebe zu finden und ihm das Buch zurückzubringen. Na dann. Ich habe kein Date-3, kein Z-Reisepunkt, ne? Ehren was versteckt, okay. Na dann, machen wir das doch mal grad. Auf geht's. Heute müssen wir ein bisschen reisen. Die Nekropole ist südlich von Jammu. So, wir warten natürlich, bis wir einen zweiten Fähigkeitspunkt haben, um wenn ich den links haben. Ich gehe mal eine Runde schwimmen schnell. Ja, die Geschichte mit dem Totenboot, das haben wir ja angeschnitten. Als wir die vorletzte Episode hatten mit dem Typen auf dem Marktplatz. Da hat seine Frau ja gesagt, wenn du helfen willst, ist das deine Sache. Dann danke. Als ob die irgendwas dagegen hätte. Gut, wir haben schon mal irgendwo eine Frau verärgert, wo wir den Besowski da quasi von der Insel von den Krokodilen gerettet zurückgebracht haben. Und da wurde der, glaube ich, von irgendwelchen Leuten angegriffen. Und wir haben die Leute ja getötet und das hat die Frau ein bisschen verärgert. So, ich hole mir meinen Tod, mein Dings hin. Steuerkreuz runter. Ich vergesse es immer wieder. Geht nämlich schneller zu Fuß. Schläft. Sieben, sechs. Oh ja, ich wollte gerade sagen, da sind noch ein paar mehr. Das ist eine Höhle? Verteidigt, schläft. Das sind wirklich nur die Paar? Okay. Ich weiß, dass ihr da seid. Alles ist gut. So, Bandit versteckt der Totenstadt. Wir schießen sie zuerst und fragen dann. Klar doch. Kriegst du von hier? Verdammt, wer schießt da? Keiner. Natürlich nicht getötet. Aber der Kollege wird natürlich jetzt erstmal seine Freunde da informieren. Da steht. Ja, da stehen schon zwei auf und sagen ihm, ja, warte mal. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Ja gut, die werden natürlich. Das glaube ich aber auch nur du.
die Geld ein paar Pfeile mitnehmen. Mit deinem scheiß Pfeil. Oh, Alter. Nein, was? Hat er mich jetzt geholt? Ich hab doch den Typen getötet gerade, also der Hauptmann, ja. Also ich sag immer König, weil er die Krone auf hat, aber ich hab mich ja nicht. Warte mal, der lebt doch wahrscheinlich immer noch, ne? War vielleicht gar nicht so doof. Ich will jetzt echt getötet, der Typ? Ist jetzt echt nur die Paar noch jetzt, oder was? Ah, jö. Also der synchronisiert scheinbar. Weil ich habe den Feind ja getötet. Diese Zone ist tabu. Die werden wahrscheinlich jetzt sich gegenseitig angucken, was? Ja. Nee, werden sie nicht. So, jetzt verstehen wir mal Ruhe. Lass mich mal in Ruhe jetzt gerade. Scheinbar war es so. Oh, ein Zedern heute an. So, Banditen weg, Ort versteckt, hab alles aufgeräumt, hab alles mitgenommen. Und jetzt holen wir uns auf das Totenbuch. Da ist ja das Totenbuch. Becker wird sich freuen. Sehr gut. Ich guck mal gerade, ob hier noch was ist. Ja, hier sind natürlich noch ein paar Sachen zum Plündern. Nehmen wir alles mit natürlich. Keine Sorge, wir gehen auch wieder zurück. Ist noch mehr oder was? Ist das richtig? Ja, hier sind noch drei Sachen, ne? Nehmen wir mit. Oh, 200. Why not? Mal kurz, ich will mal kurz ganz kurz noch mal darüber gehen. Jetzt gib dem alten Mann sein Buch zurück. Ja, machen wir gleich, alles gut. Wir haben noch Zeit. Also scheinbar, was ich auch gut finde, und tschüss. Willst du mich etwa bestehlen? Kann man denn einen Dieb berauben? Ich brauche es. Was willst du? Er sagt schon. Der hat dich auf. War der jetzt Venom oder irgendwo da oder was? Der kam natürlich jetzt irgendwie Venom irgendwo, ja? Aber ich habe den schon weggeholt, gerade mit den Dingern, ne? Und wir sind bald Level 9 und dann haben wir schon wieder eine nächste. Aber wir machen jetzt tatsächlich nur Nebenquests, um mal zu leveln. Weil Level 10 möchte ich gerne die. Ich möchte mit dem Level die erst angehen, die Mission. Oh ja. Ah doch, okay, alles gut.
Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. So, dann hüpfen wir mal zurück. Und bringen Galation das sein Buch. Also, ich darf nicht so in dein Haus rein? Na, komm mal her. Da bin ich. Hat dein Vater uns verlassen? Sein Leben ist vorüber. Er war zu schwach, um auf deine Rückkehr zu warten. Dann möge er in Frieden ruhen. Er hatte große Angst, dass sein Paar den meiner Mutter nicht finden wird. Wo ist seine Leiche? Es ist noch nicht zu spät. Du bist wirklich ein Geschenk der Götter. Er empfängt gerade die Riten im kleinen Tempel. Bring dem alten Mann das Buch. Und hier finde ich es gegenüber den anderen Assassin's Creed Teilen, beispielsweise jetzt Black Flag oder so, genial, dass ich rüberkomme, überall hochkomme hier. Wie ging das mit Black Flag, weil ja nicht wirklich mal nicht immer hochkam. Keine Sorge, da werden wir auch nochmal kurz vorbei gleich schauen. Was haben wir hier noch? Seltsam, wie diese Leichen hier einfach rumliegen. Der Balsamierer wird mehr wissen. Aber nicht jetzt. Aber wir haben eine weitere Nebenquest mit Level 9. Was wir ja wahrscheinlich jetzt ziemlich zeitnah nach dieser Mission hier haben. Alter Mann, dein Buch. Möge es dich zu deiner Frau führen. Genau so ist es. Level 9. Und ein weiterer Fähigkeitspunkt, was ich jetzt unbedingt machen wollte. Warte mal. Das hier. Das wollte ich holen. Ich kann jetzt mit meinem Adler. Gegner betäuben. Gut. So, weitere Quests. Steht einmal das Geburtsrecht an. Wie gesagt, wir müssen Level 10 erreichen und dann machen wir die Hauptmission. Dann müssen wir nach Alexandria reisen. Aber das Geburtsrecht machen wir erst in der nächsten Episode. Natürlich, ihr kennt das mittlerweile. Bis dahin und tschüss.